Also Unternehmertag ist eine super Gelegenheit, zu netzwerken, Leute zu treffen, gute Gespräche zu führen, aber auch konkrete Beteiligungen vorzubereiten, zu diskutieren und einfach ein bisschen Schwung ins Geschäft zu bringen. Ich glaube, die Stimmung ist geschafft. Warum? Weil es sehr viel zu tun gibt. Auf allen Seiten, vor allen Dingen auch auf der Exit-Seite. Die Börsen gehen nach oben, sind relativ hoch. Da ist der Mut, wieder Unternehmen zu kaufen von Strategen da. Aber es ist eben auch sehr, sehr viel zu tun auf der Investmentseite, auf der Finanzierungsseite. Und die Stimmung ist gut, aber alle sind sehr, sehr, sehr busy. Also ich glaube, was sehr, sehr positiv ist, dass da Bewegung reinkommt. Wir haben sowohl vom AIF als auch aus dem Wirtschaftsministerium zwei schöne Initiativen zum Thema Business Angels. Passt natürlich sehr gut hier zu der Veranstaltung. Und die Business Angels sind auch ein sehr wesentlicher Faktor in der Industrie. Es ist kein Randthema, sondern ein sehr zentrales Thema. Und die Politik hat es verstanden und macht da was. Natürlich gibt es viel mehr zu tun. Aber ich glaube, was wir schon sehen, ist eine Bewegung und die ist sehr positiv. Wir sind ja 2005 gestartet im Herbst, der Hightech-Gründerfonds. Und den Conny habe ich kennengelernt im Januar 2006 und war einer der ersten Angels überhaupt und einer der ersten Netzwerkpartner, die wir sozusagen im Aufbau des Fonds für uns gewinnen konnten. Wir haben zusammen, glaube ich, 10 gemeinsame Beteiligungen und schätzen sehr, sehr die Zusammenarbeit. Also für uns ein toller Partner, ein netter Mensch und ja, fast schon ein Freund.